So, bei euch ist alles okay? Alle haben schön die Pollution-Module drin. Jo. Okay. Ja. Ich denke, ich mache die Mauer jetzt am besten dicht. Damit ich mich auch wirklich sicher fühlen kann. Und dann kann ich weiter rumwuseln hier bei dem ganzen kleinen Kram. Munition nochmal bitte bauen. Dann die Mauern bauen. Und noch 1, 2, 3 Türme. Gut. Also, was würde ich gerne noch machen? Ich würde gerne, sobald Zink Processing da ist, die Ölgeschichte aufbauen. Dann würde ich gerne so schnell wie möglich in Richtung Roboter forschen. Auch wenn die ersten Roboter tierisch langsam sind und sehr viel Strom verbrauchen, nehmen sie mir halt die ganze Arbeit ab, das von Hand zu machen. Und ich will keine Fließbänder. Das bedeutet nur, dass ich jetzt einmal arbeiten muss, nur um in 10 Folgen später nochmal arbeiten zu müssen, um sie abzureißen. Ist alles doof. Kleine Schneise hier schlagen. Außerdem können die Roboter mir dir helfen, den Wald zu entfernen. Wobei das wieder gegen meine Öko-Sache spricht, ne? Ja, und ich brauche den Platz hier eigentlich noch gar nicht. Später bestimmt für irgendwas, aber momentan nicht. So, Mauern hier. Warum wechselst du immer auf die Pistole? Cool. Ich glaube, die hätten auch gar nicht im Weg gestanden eigentlich. Trotzdem sind sie jetzt tot. So. Ja, das zählt als tot. Es gibt am Ende, wenn man ja stirbt oder das Spiel beendet, eine Liste von Dingen, die man getötet hat. Und da stehen dann auch Sachen drin wie Korallen und Bäume und Baumstümpfe und dergleichen. So. Mit euch. Und die Forschung ist durch. Sehr gut. Ich hätte jetzt gerne die Engine Research. Was ich auch machen könnte, einmal den Strich jetzt nach oben ziehen, damit ich das Gebiet schon mal für mich gesichert habe. Aber, um zu verhindern, dass vielleicht hier doch irgendwas drin spawnt, beziehungsweise abzusichern, falls was drin spawnt, hier noch eine Mauer durchziehen. Also, dass wir das Gebiet hier absichern und dann hier nochmal eine Mauer durchziehen. So ist das Gebiet einmal komplett abgeschirmt und falls irgendwas drin spawnt, ist es gefangen. Und ich merke halt, wenn es versucht rauszukommen, weil dann kommt das Weep-Weep-Weep-Weep-Geräusch und das blinkende Ding da unten. Ich denke, das ist eine gute Idee. Wir brauchten zwar wieder ein bisschen Steinmauern, aber Stein haben wir ja noch genug. Mauern aus. Das ging schnell. Okay, Türme verteilen. Lass mich hier durch. Türme ein bisschen verteilen, dass es relativ Sinn macht. Mehr Muni bauen. So. Wo ist der nächste Turm? Wow. Okay. Bin ja doch weitergekommen, als ich dachte. Das sieht man immer, wenn man guckt, wo die letzten Türme waren. Wo ist der letzte Turm? Ich sehe nichts. Da ist einer. Du stehst falsch. Da. Komm, put. Hier muss irgendwo ein Turm gewesen sein. Da, okay. Dann setze ich hier noch einen hin und dann ist gut. Du, da, bau. So. Ja, sieht doch schon sehr gut aus. Also ja, wir haben theoretisch oben noch eine Lücke, aber dann müssten sie echt genau von Nord-Nord-Nordost kommen. Und oh, Forschung ist schon fertig. Lasertürme bräuchte Batterie. Batterien sind aber nicht mehr so weit weg. Bessere Rüstung. Na komm, bauen wir eine bessere Rüstung. Dauert nicht lang und dann haben wir schon mal eine bessere Rüstung. Also jetzt bitte raus hier. Genau. Einmal Ressourcen einsammeln, einmal Ressourcen verteilen. Und dann. Achso, ja, genau. Wir können jetzt doch bauen. Das schöne Zeug. Theoretisch. Wir müssen nur das Zink aus dem Zentrallager holen. Aus dem neu gegründeten 2 Eisenkisten, die das Zentrallager ausmachen. So, das reicht schon. Also Zink rausholen, einfach in irgendeinen Schmelzofen schmeißen. Das dürfte so gehen. Also früher musste man die besonderen Metalle ja
mit den Dietech-Flüssig-Dingern da machen. Jetzt glaube ich nicht mehr. Stand jedenfalls nicht zu dem Rezept. Komm. So. Das heißt, aus der Kiste holen, dann benutzen wir die Stahlschmelzen da unten mal dafür. Zinkwarst. Du. Und schnappen uns auch gleich den Stahl, der drin ist. Der komischerweise nicht angezeigt wurde. Aber gut, du. Da. Jo, klappt super. Wirst du angezeigt, wenn du drin bist? Ja, wirst du. Warum wird der Stahl nicht angezeigt? Oh, die Eisenkiste. Ich wollte gerade in freudiger Erwartung diese Holzkiste öffnen und sehen, wie sie voll ist mit Eisenplatten. Und es waren 14 Stück drin. Okay, das Ding hier ist auch nicht begrenzt. Bah. So, Rüstung können wir gleich herstellen. Das bräuchten wir für Robotics und für Super Insert Optimization. Ja, du mich auch. Und Rocket Defense, ja, also später. Toolbelt. Ja, das gönne ich mir. So, dich wollte ich begrenzen. Du kannst raus. Dich wollte ich begrenzen. Ihr könnt raus. Was fehlt dir? Grüne Chips. Hier, grüne Chips. 81. Ja, komm, kriegst noch mehr grüne Chips. Und Eisenzahnräder, die wir hier oben ja auch noch in Massen haben sollten, oder? Nö, nicht wirklich. Immer die 300, dann schnappst du dir jetzt auch wieder was vom Fließband, aber... Was? Ach so, er hat sie bloß nicht rausgenommen. Ja, okay. Trotzdem hau die da rein, dann hast du für eine Weile was. Gib mir die da, um die da wieder rein zu tun. Und dann läuft jetzt alles. Richtig? Richtig. Das raus, das hält noch eine Weile. Lästig, lästig, lästig. Und genau deswegen möglichst schnell zu den Robotern. Du kriegst noch ein paar Steine. So. Gib mir Zink. Und er wird doch nicht angezeigt, wenn er fertig ist. 45 Stück. Was fehlt jetzt noch? 10 Steine. Also Steinziegel. Das ist kein Problem. Dann können wir gleich unsere ersten Raffinerien setzen. Ding, ding, ding. Und ich werde sehr viele Rohre bauen. Eventuell soll ich dafür auch schon eine Fabrik bauen. Also sowohl Rohre als auch Untergrundrohre. Aber gucken wir mal. Also, erstmal brauche ich das Muster. Damit ich da nicht irgendwas falsch setze. So, hier kommt der erste richtige hin. Hier der nächste. Die hatten wir immer direkt an die Dinger rangestellt, ne? Aber das war vor den Substations. Mal gucken, wie das jetzt hinkommt. Genau, das geht in den Substations nämlich nicht auf. Das heißt, wir machen das dann einmal da und einmal da. Also in den Feldern zwischen den Substations und den Platzhaltern. Wobei, ich glaube, da es dann gerade so schön aufgeht, mache ich das erstmal mit zwei Raffinerien. Wir haben am Anfang ja eh nicht so die Massen, mit denen wir arbeiten. Das sollte also hinhauen. Also brech die mal ab, dann sparen wir ein bisschen was an Ressourcen. Genau, da kommen die Rohre schon. Bauen noch mehr Rohre. Wozu brauchst du den Stick da? So. Wo sind meine Rohre? Hatte ich gar keine mehr für mich vorher schon gebaut? Ne, alle weg. Ist. Na gut, du... Dahin. Rohre kommen, das ist gut. Bitte mach das da. Dafür brauchst du schon mal kein Wasser, das ist gut. Weil Wasser hierher zu bekommen... Wäre gar kein Problem. Okay. Könnte glatt meinen, ich hätte mir das bewusst ausgesucht hier. Aber war nicht so. Also, ich wollte Schweröl irgendwo hier hin, Leichtöl irgendwo dahin, Petroleumgas irgendwo hier hin. Das auseinander zu friemeln wird gleich wieder lustig. Dazu brauche ich aber auch die Untergrunddinger. Erforsche jetzt bitte
Shotgun Shell Shooting Speed. Falls wir angegriffen werden, wäre es schön, aber momentan haben wir außenrum Türme. Auf die ich mich aber nicht verlassen sollte. Nee, komm, mach mal Shooting Speed, ist okay. Ich will ja auch bald meine Combat Shotgun haben und dann lohnen sich die ganzen Upgrades ja auch. Also, ich hätte jetzt gerne Rohre hier und Untergrunddinger hier, Fließbänder da, Ärmchen da, Poles da, Licht da, Eisenkisten da und die werden jetzt alle gefixt. Shift mittlere Maustaste, so. Tick, 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 tick. Der Rest ist, ja doch, Water begonnen, kannst auch mal dahin tun. Shift so. Okay, dann brauche ich noch viel mehr davon. Shift? Okay, bau mal 800 Rohre. Das könnte sogar reichen. Also, Schweröl soll jetzt nach links. Das heißt, die sollten wir auch schon mal anschließen. Mal dich weg, du bist hier noch ein Platzhalter. So, du machst bitte das Gleiche. Wie viel Pollution produzierst du? 3,6. Ja, trotzdem. 2,16 lohnt sich jetzt nicht so wirklich, aber wir haben die politischen Module gerade auf Tasche, das ist okay. Also, du musst auch weg. Du machst hier Schweröl, dann kommst du da raus. Gehst da hin, du gehst da runter. Was? Du gehst da runter und du kommst hier hinten raus. Warum drehst du dich immer so komisch? Habe ich meine Maus tot geklickert? Das könnte sein, ja. Dann gehen wir einen Schritt weiter vor und könnten hier jetzt das Ganze auch nach links weiter schieben. Aber ich glaube, wir können das hier schon fast runterbringen, oder? Muss ich gucken. Auf jeden Fall müssen die beiden auf derselben Höhe sein und dann verbunden werden. Und dann als drittes die da und die da und die müssen jetzt nach rechts. Also so und so. So und so. Und dann kann das hier weiterverarbeitet werden. Okay. Ich hätte gerne... Hör mal auf, die zu bauen. Das reicht langsam. Bau das da. Wofür genau machen wir das eigentlich jetzt primär? Die ganze Ölverarbeitung. Wir machen es primär, damit wir Batterien herstellen können, richtig? Also wir brauchen möglichst viel Petroleumgas und wir sollten auch zuerst anfangen, die Petroleumgeschichte aufzubauen. Das heißt, der See hier muss weg. 76 Lernfüll. Das ist kein Problem. Glaube ich. Oh, doch. Wir brauchen Stein. Ich hätte echt gerne Tanks. Dann könnten wir das Öl jetzt schon mal weiterverarbeiten, während ich am Rumlaufen bin. Und euch hätte ich gerne einmal leer. Damit ich alles befüllen kann, inklusive der Vorratskisten. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Oh, was ist mit dir los? Du hast keinen Treibstoff. Kein Problem. No? Gut. Gib mir den Stein. Ich brauche mehr Lernfüll. Das war irgendwas mit 70 rum. Sollte sich also jetzt schon aufgehen. Aussortieren? Ja. Mach die Kiste voll und gib mir ein Stack wieder. Eisen sammelt sich, das ist okay. Science Packs sehen nicht gut aus. Warum? Weil sie einfach nicht schnell genug produziert werden. Ja, okay. Speed Moduler. Ja, Speed Moduler. Gib mir Eisen. Okay, was wollte ich noch? Ich wollte nur Stein holen für die Landfill-Geschichte. Okay, dann holen wir das hier unten auch ab. Bist du leer? Ja, du bist leer. Komm mit. Komm mit. Strom ist okay. Ihr seid alle am Forschen. Das heißt, ich gehe gleich, glaube ich, wirklich auf die Speed-Module, damit die roten Tränke hinterherkommen. Oder auf Lab-Efficiency. Dadurch spare ich ja indirekt auch Ressourcen. Also bau mir bitte gar nichts, sondern mach das da unten weg. So. Okay. Dann
Wie viel Platz veranschlage ich für die jeweiligen Flüssigkeitsarten? Also zwischen den zukünftigen Substations, das ist für mich ein Block. Das heißt, ein Block Petroleumgas, ein Block Leichtöl, ein Block Schweröl. Sollte eigentlich fast schon reichen, weil wir haben ja Platz nach unten. Das heißt, das hier wäre die Ecke von dem Petroleumblock, das hier wäre die Ecke von dem Leichtölblock und hier hinten wäre der Schwerölblock. Du weg. Du weg mit dir. So, Schwerölblock, Leichtölblock, Petroleumgasblock. Okay. Das heißt, du kommst hier raus und wirst dann auch hier gleich weiterverarbeitet. Weg mit dir. Platzhalter. 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 Wirst hier weiterverarbeitet. Zu was? Also ich denke, wir sollten es so veranschlagen, dass in jedem Flüssigkeitsblock oben erstmal Tanks sind. Am Anfang nur MK1 Tanks, später aber ruhig bis MK3 hoch und dann auch ruhig 4, 5, 6. Naja, okay, 6 reichen. 6 Stück davon. Damit halt immer genug Puffer da ist, damit, wenn von irgendeinem Flüssigding zu viel da ist, dass die anderen nicht staunen und denn hier gar kein Öl verarbeitet wird, weil das wäre ärgerlich. Aber wir haben noch keine Tanks. Das heißt, ich speichere jetzt ab. In der nächsten Folge erforschen wir erst die Tanks. Oder jetzt erforschen wir erst die Tanks und danach dann die Speed-Module, damit die Forschungstränke schneller laufen und so weiter. Und dann Lab Efficiency und dann gucken wir weiter. Also bis gleich.